Okay, hallo Leute. Willkommen zurück auf meinen Kanal hier. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Erstmal muss ich mich bedanken für die vielen neuen Abonnenten von euch. Ich finde es sehr gut. Ich hatte ja auf verschiedenen Portalen mal einen Aufruf gemacht, dass ich mehr Abonnenten brauche, weil ich auch gerne mal live gehen würde für euch. Aber da gibt es ja nur bestimmte Voraussetzungen bei YouTube, die man da erst erfüllen muss. So, und das sind mitunter 1000 Abonnenten. Und die muss man erstmal mit ein paar Videos zusammenbringen. Ne? Ich werde natürlich auf jeden Fall trotzdem schön weiter Videos drehen. Mir selber macht das Spaß. Ich mache es einfach nur, weil mir das Spaß macht und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Chemnitz. Dort bin ich eingeladen worden von einem Kollegen von mir, den ich von früher noch kenne. Der hatte das Video gesehen mit dem E-Roller, mit dem Moonstern. Ist er Moonstern? Ja, ich glaube. So, der hatte dieses Video gesehen und sagte, du, was tue ich? Ich habe mir da auch gerade so ein Teil gekauft, aber einen anderen. Willst du dazu vielleicht ein Video machen? Und ich sage natürlich, haben wir mal einen schönen Vergleich und dann gucken wir uns den heute mal an. Sein Roller ist wohl ein Modell von Falcon, soll wohl ebenso 45 km/h fahren und naja, hätte wohl ein bisschen Schnickschnack dran. Irgendwie könnt ihr es wohl mit einer Chipkarte oder sowas starten und nur so ein Spaßen. Ob man das jetzt braucht, ist eine andere Frage. Mal gucken, wo der gute Mann hier hin will. Wir warten mal. Jetzt sehe ich nichts. Gut, jetzt. Gut. Ja, wir gucken uns den Schnickschnack mal an. Also ich fahre eigentlich ziemlich ungern nach Chemnitz. Es liegt eher daran, weil mich stören die ganzen Ampeln hier. Die ganzen, der Schilderwald und alles. Das war noch Gerot. Das war noch okay. Ja, ja, dieser ganze Schilderwald, die ganzen Ampeln hier, die ständig nur rot sind, die nerven mich so sehr, Leute. Mich macht das verrückt hier. Guckt es euch an. Zack, steht man an der nächsten Ampel. Kaum eine Ampel geschafft. Tschüss, die nächste. Nicht normal. Ich habe jetzt gerade noch mal mit einem Kollegen telefoniert. Und haben gefragt, wenn er denn da ist. Und er sagte so, wenn das erst halb aufhört, das wäre dann in 7 Minuten. Und dann von der Arbeitsstelle direkt hierher gefahren kommt. So, das wäre natürlich interessant. Ich muss natürlich mal ein bisschen gucken hier. Ja. Ich werde natürlich nachher erstmal ausblenden, wo wir sind. Tatsächlich angerauscht. Und das flüsterleise kommt da angerauscht. Jo. Ja. Cool. Aber das Ding nicht so weit weg hier. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Ah, da stehe ich viel zu weit drüben, ne? Ah, das ist ja egal, oder? Ja. Oh, und da sind wir zurück. Ich habe mich natürlich total geirrt. Also, es ist kein Falcon. Es ist ein Futura E-Roller. E-Scooter, E-Roller. Kommt ja aufs Gleiche raus. So, der Kollege, der ist jetzt vor uns gerade angekommen. Wir warten jetzt, geht schon der Alarmanlage los. Das ist nämlich dann gleich erst einmal so ein Manko. Wenn wir den Roller abgestellt haben und einen Zündschlüssel rumgedreht haben, geht dann automatisch geht's die Alarmanlage los. Das bedeutet, wenn ich dann früh komme,
nach meinem Kaffee und sage, okay, ab, es muss auf Arbeit und habe einen Helm im Sitz drin, ist es natürlich ein großer Nachteil, dass wenn ich den Roller anfasse, geht die jetzt gleich los, ne? Gut, so, wenn ich den dann anfasse, zack, geht die Alarmanlage los. Ne, also das ist natürlich sehr, sehr, sehr ungünstig, weil ich sag mal, wenn die ihn früh um 5 losmachen, ist das bestimmt schön, wenn man jeden Tag seine Nachbarn weckt. Macht bestimmt Laune. Also das ist ein großes Manko. Ist es nicht in Ordnung. So, ansonsten, wir gucken uns erstmal den Roller so von der Ferne an. Ja, also so von der Seite sieht er schon mal schnucklig aus. Man muss ja immer sagen, das ist ein Moped. Und ich sag mal, heutzutage für den Stadtverkehr ist das in Ordnung. Schöne Scheibe vorne dran. Windschutz. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt original war, aber ich glaube, den hat der Kollege rangebaut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, den hat der Kollege rangebaut. Ja, hat mir gerade zugenickt, den hat er rangebaut. Der ist also original nicht mit dabei, ist aber auch okay. NFC bedeutet, dass ein Roller damit einschalten kann. So, und auch ebenfalls aus, ne? Ja, ist ein bisschen schüchtern deswegen, da müssen wir ein bisschen rausnehmen. So, schöne Rückenlehne hinten an, muss ich sagen, gefällt mir gut, wenn man doch mal jemanden mitnimmt. Hat natürlich einen Nachteil durch die Rückenlehne. Wie macht man hier hinten irgendwo einen Koffer fest? Ja, das sieht interessant aus, da ist irgendwie nichts. Es gibt hier die Halterung und wir wissen mittlerweile, dass es da einen kompletten Gepäckträger aus dem Ganzen gibt, der da drauf geschraubt werden kann. Ob da dann noch die Farbe hat, ob da das Design hat oder sonst irgendwas, das sei erstmal dahingestellt. Also das finde ich dann auch nicht so schön. Da finde ich jetzt das mit dem Design jetzt hier, finde ich viel schöner. Und wenn ich da irgendwo so ein Rohr bloß ranschraube, damit ich dann dort hinten den Koffer drauf machen kann, damit versaue ich mir das ganze Optische. So. Ansonsten, was gibt es groß zu sagen? Spiegel und so, das ist alles in Ordnung. Schönes großes Display. Schalten wir ein hier. So, das müsste man ja jetzt schön sehen können. 137 Kilometer hat der Kollege runter. Die Reichweite, Berg hoch, Berg runter in der Stadt, so eine 50 Kilometer schafft er damit. Ich denke, das ist ausreichend für den kleinen Arbeitsweg, für mal einkaufen und naja, ich würde sagen, oder mal zur Freundin fahren oder zum Kollegen. Ja, für größere Strecken natürlich logischerweise dann nicht gedacht. So, große Mankos müssen wir jetzt gleich mal so sagen. Wir fangen mal mit den negativen Dingen an. Ich schalte nochmal ab. Also, was mir persönlich sofort aufgefallen ist an dem Roller. Wir haben, guckt euch mal diesen breiten, dicken Hintern an. So, und jetzt guckt euch mal das Spaghetti-Rad an. Also das hier, das ist ja gar nichts. Das ist überhaupt nichts, ist das. So, also hier muss auf jeden Fall, müsste hier hinten ein ordentlicher breiter Mantel drauf sein. Irgendwas, damit das optische bisschen nach was aussieht. Also das ist ein absolutes Negativ für mich. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Natürlich, wenn man bei so einem E-Scooter sparen, Energie sparen und man möchte natürlich Gewicht sparen. Aber so, das war das wieder mit der Alarmanlage. Aber es sollte natürlich auch optisch trotzdem ein bisschen zueinander passen. So, das nächste große Manko war das Licht. So, jetzt schauen wir mal. Gucken, ob das jetzt ist es nämlich aus. So, von vorne sieht er ja schon mal ganz gut. Wir schalten mal das Licht ein. Tja, jetzt haben wir hier vorne zwei Halogenlampen drin. Sind LEDs. Muss ich mich berichtigen, LED-Lampen. Trotz alledem sind es zwei Stück. Warum müssen da jetzt zwei Stück leuchten? Für mich unverständlich. Muss nicht sein. Unser Rücklicht leuchtet. Zieh mal dran. Ja, das ist schön hell. Also das ist okay. Gut, danke dir. Das ist in Ordnung. Hier unten haben wir wohl die Ladebuchse, wie ich das so sehen kann. Das ist ja lustig. Also ich muss den Schlüssel abziehen, in der Hoffnung, dass die Alarmanlage nicht losgeht, die dann trotzdem losgeht. Alles klar. Also das ist auf jeden Fall auch doof. Also das Handschuhfach ist auf jeden Fall sehr groß. Also hier unten drin haben wir jetzt einen Akku liegen und den pflichtbewussten Bürger, der natürlich schon ordnungsgemäß die gelbe Weste dabei hat. Also, naja. Also das Handschuhfach ist groß genug, passt ein Helm rein, oder das Helmfach besser gesagt, passt super rein. Plastik ist in Ordnung, Sicherung ist da, finde ich in Ordnung.
Also da muss man wirklich sagen, das ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier das Ding zuknall, geht wieder der Alarmanlage los. Das kann doch nicht sein. Schlüssel haben wir in der Hand. Das nächste Mango ist das hier. Mal sehen. Ja, also ich sag mal so, hier ist ein kleiner Pfeil. Jetzt ist der Pfeil auf der anderen Seite. Ja, das ist auf jeden Fall der Blinker. Wir gucken mal, wie es blinkt. Also von hinten sieht es ja ganz nett aus. Wir gucken mal von vorn. Also vorn durch die Scheibe. Jein. Wurscht mal. Wie man hört, hört man nichts. Der Kollege sagt, wenn er so drauf sitzt, sieht er den Pfeil manchmal gar nicht so. Und dann hört er auch nichts. Man sollte sich dran gewöhnen. So, jetzt hat der Kollege gesagt, wenn man den Ständer hoch macht, fährt das Ding auch los. Ja, so, jetzt gucken wir uns das Ringel mal an hier. Mal sehen, wie das funktioniert. Ja. So. Wir machen mal hier zu. Gut, jetzt hört man uns nämlich nicht mehr. So, also. Wir schauen mal. Wir fahren hier unten rum. So, also, ich muss mal sagen, so rein, ja, kann man machen. Ich will natürlich jetzt mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier die Stufe 3 einschalte. So, also die Federung ist vollkommen in Ordnung. Und man ist hier rucki zucki auf 40 km/h. Hm. Schön, mal gucken, berg hoch zu. Also man sitzt sehr bequem. Da sitzt es natürlich. Ha. Wenn ich mir da die Brixton so betrachte, um Gottes Willen, das ist ja dann ein himmelweiter Unterschied. Ich komme mir hier vor wie auf dem Sofa. So, was macht er hier? Ja, komm, fahr rein. Ja, super. So, wir fragen nachher noch mal nach der Höchstgeschwindigkeit, aber ich war jetzt erstmal ruckzuck bei einer 50. Lassen mal das junge Mädel hier rüber. Komm, mach mal. Ich bin jetzt etwas sprachlos. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Die Höchstgeschwindigkeit? 53 km/h. Okay. 53 km/h auf eine Strecke von 50 Kilometern hin. Finde ich gut. Finde ich in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Die Griffe ist natürlich auch sehr schön gemacht. Aber, ich habe jetzt gedacht, dass das Alu ist. Nö. Also das ist schon sehr plastisch. Das ist jetzt, also vom Gasgriff her ist jetzt nicht so die wunderbare Verarbeitung. Also muss ich sagen, Bremsen ist normal. Aber die Griffe, das ist kein Alu, das ist Plastik. Habe ich nur jetzt tatsächlich gedacht, also so als optischen, haben sie sogar Gewichteln miteinander gebaut? Nö, haben sie nicht. Gut. Also, das Fazit selbst. Wir haben einen E-Scooter mit 72 Volt, 20 Ampere. Kostenpunkt lag hier bei 2500 Euro mit Versand. Es musste nichts mehr montiert werden, außer die Spiegel, aber das ist eigentlich fast klar. So, und man muss sagen, also so rein optisch passt das alles. Interessant ist noch, dass er über eine App kann man wohl auch steuern, aber so im Groben und Ganzen ist es vollkommen in Ordnung. Also ich muss sagen, gegenüber dem anderen E-Roller, den ich jetzt getestet hatte, das Preis-Leistungs-Verhältnis hier würde ich sagen, ist in Ordnung. Es fährt ordentlich. Ein paar Veränderungen wird sicherlich der Kollege noch machen. Ich denke mal, es wird wohl auch ein neuer Reifen hinten drauf kommen. So, aber ansonsten ist das hier vollkommen okay. Die Federung und alles, das passt. Es fährt sich bequem. Und man kommt im Stadtverkehr, gerade hier in Chemnitz, von A nach B. Und das ist sehr, sehr schön.
So muss das eigentlich sein. Ist klar. Wunderbar. Na gut, auf jeden Fall Fazit. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Alarmanlage geht. Das haben wir jetzt 100-mal gemerkt. So, ihr wisst Bescheid. Leute, für mich geht's nachher zurück. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal. Und vielleicht kann ich dann in kürzester Zeit mal den nächsten E-Scooter testen. Ich werde jetzt noch eine Runde damit fahren und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bye bye and out.